Im Krankenhaus Bernau befindet sich unter anderem der Laborverbund Bernau. Wir wollten von dem Leiter, Dr. Lange, wissen, welche Bedeutung die Diagnostik in der Rheumatologie hat. In 80% der Fälle spielt das Labor, die Labordiagnostik, eine wesentliche Rolle in der Rheumatologie. Neben einfachen Untersuchungen, die bereits in der Praxis durchgeführt werden können, die Blutsenkungsgeschwindigkeit zum Beispiel, über relativ einfache Untersuchungen wie das C-reaktive Protein, Blutbilder und Serumelektrophoresen bis hin zu komplexen Untersuchungen im Bereich der Autoantikörperdiagnostik ist das Labor sehr hilfreich für die Diagnostik der rheumatologischen Erkrankungen. Daneben aber auch chronisch entzündliche Prozesse durch Infektionserreger, wie zum Beispiel die Lyme-Borreliose oder entsprechend Yersinien-Infektionen, die eben auch durch infektionsserologische Untersuchungen im Labor sehr gut klassifiziert werden können. Und das alles wird zusammen mit dem Rheumatologen, mit dem Hausarzt besprochen und gemeinsam wird der klinische Pfad entsprechend vorgegeben. Wie ist der Ablauf der Diagnostik? Wenn uns die Proben erreichen, die Blutproben, und wir die roten Bestandteile vom Serum getrennt haben, führen wir die entsprechenden orientierenden Untersuchungen durch. Und wir sehen hier sehr schön eine Serumelektrophorese, wo hier im Bereich der Gammaglobuline wir eine Erhöhung dieser Fraktionen nachweisen können. Und das bedeutet für uns, wir müssen hier im Bereich der Entzündung nachsehen. Wir müssen die weiteren Stufen der Diagnostik beginnen. Und wir puzzeln dann aus diesen unterschiedlichen Untersuchungen, die sich anschließen, dann einen Befund zusammen, der dann dem Kliniker hilft, eine entsprechende therapeutische Strategie zu entwickeln. Welchen Vorteil erfährt der Patient durch eine frühe Diagnostik? In den letzten Jahren hat sich in der Rheumatologie eine Revolution vollzogen. Dauerte es noch vor ungefähr zehn Jahre, bis der Patient einer gerichteten Therapie zugeführt werden konnte, so dauert das jetzt nur noch 2 Jahre. Und wir sind heute durch eine abgestufte Labordiagnostik in der Lage, Patienten viel früher zu klassifizieren und einer geeigneten Therapie zuzuführen mit modernsten Medikamenten. Und das führt in der Folge dazu, dass wir zwar die Erkrankung nicht heilen können, aber wir können die Folgen von Rheuma deutlich lindern, wir können die Defekte deutlich einschränken. Und das ist wirklich eine Revolution.